wie Leger so viele großartige Ideen nacheinander, die herunterpurzeln. Vielen Dank für die Vorredner. Wir können da in der Konkretheit noch nicht ganz mithalten, aber in der Visionalität bestimmt. In dem Verlauf fließen ja gerade jede Menge Aufmerksamkeit zur Unterstützung in den Strukturwandel, und wir hatten dann spontan eine Idee formuliert und meinte, wir können das nicht vorstellen, denn es geht ja in die gleiche Richtung. Und wir haben dann entscheidend genannt, der Hogwarts der Nachhaltigkeit. Die Sache ist ja die, wir reden über nichts anderes als die große Transformation zur Nachhaltigkeit von allen Bereichen unserer Gesellschaftssysteme. Und wenn die Bedrohung eigentlich klar ist, wenn das Problem vollkommen durchanalysiert wurde, wenn auch Lösungen eigentlich bekannt sind, technisch, wirtschaftlich, und geniale Leute daran arbeiten, wie kommt es, dass das Problem trotzdem nicht gelöst wird? Genau. Und wir sind ja hier beim Festival der Liebe, und wir dachten, wir gucken mal aus dieser Haltung, wie bringen wir Liebe zur Natur und damit Nachhaltigkeit zusammen mit Liebe zu den Menschen, vor allem auch für die nächsten Generationen und auch die jetzigen Jungen, die mindestens jetzt schon die ganzen Zukunftsängste und Probleme haben, die Menschen später erst entwickeln, und die Liebe zur Welt, aber auch anknüpfend an unseren Kameramann, wo ist er? Auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite. Du meinst gestern, wir brauchen große Egos, die den Klimawandel aufkaufen und schützen, also auch die Liebe zum Geld. Und wie kann das wohl gehen? Wie bringen wir diese Formen der Liebe zusammen, um einen echten Beitrag zu leisten? Dann gehen wir mal ein bisschen weiter vor. Wir sind schon auf dem Weg, sowas zu bauen. Wir haben einen Podcast, Mother Earth Heroes Show, und interviewen da Leute wie Michael Braungart, der hat Cradle to Cradle erfunden und die Kreislaufwirtschaft pusht er ziemlich stark mit nach vorne, und ganz viele andere tolle Leute. Und was uns da immer wieder auffällt, ist, dass sie alle sagen so, ja, wir können das alles lösen, und die 20-Jährigen und die gerade in den 20ern sind, die haben die ganze Energie, die machen das schon so. Die kommen mit irgendwelchen tollen Lösungen raus und die schaffen es irgendwie. Wie die Realität der meisten aber aussieht, der meisten wirklich jungen, ambitionierten Menschen, weil unsere Welt einfach so komplex geworden ist, ist ungefähr so, man ist vor seinem Computer und man ist eigentlich nur am Verzweifeln, weil man mit den ganzen Problemen bombardiert ist. Und Heinrich hat es ja vorhin gesagt, wir sind sehr, sehr gut darin, auch Probleme zu zeigen, aber sehr, sehr schlecht darin, Lösungen zu sehen. Und das ist auch ein Grund für diesen Podcast, so, wo wir die Menschen interviewen, dass wir mal lösungsorientierter werden. Das hier sind Talente aus unserem Umfeld, die alle in ihren jungen Jahren was sehr, sehr Ambitioniertes nach vorne bringen wollten. Eine nachhaltige Idee, zum Beispiel Alexandra hatte eine App gemacht, wie man über seinen Balkon CO2 aus der Luft ziehen kann. Und echt tolle, tolle Ideen, die aber alle aufgehört haben, weil sie irgendwann in Geldprobleme gekommen sind. Das sind sehr ambitionierte Menschen und haben es deswegen geschafft, in der Businesswelt zu überleben und haben jetzt erfolgreiche Businesses alle, haben Marketingagenturen oder Startups gegründet, die aber nichts der Nachhaltigkeit und der Liebe sozusagen irgendwo zurückgeben. So, deswegen lasst uns sagen, warum ihr hier seid. Wir brauchen die Hilfe von allen. Wir brauchen Leute, die uns die Hand geben. Und wir wollen dieses Hogwarts der Nachhaltigkeit bauen. So eine Art Kokon, wo die kleinen Pflanzen, die starken Pflanzen, auf einen guten Nährboden fallen. Und das gibt es schon, dieses Hogwarts der Nachhaltigkeit, in Frankreich, nur nicht in der Nachhaltigkeit, sondern im Bereich Development, Coding für Programmierer. Da sieht es so aus, es ist eine große Schule, da sind 10.000 Menschen drin, junge Menschen, die Lust haben, was zu lernen, und das Besondere daran, es gibt keine Lehrer, keine Klassen, keine Vorgaben. Man kann, egal mit welchem Background, in dieses Gebäude reinlaufen und programmieren lernen, und da kommen die weltbesten Programmierer dieser Welt momentan raus. Und ganz genau das wollen wir für die Nachhaltigkeit bauen, und das wollen wir euch noch präsentieren. Und wir bilden keine Programmierer, keine weiteren, sondern die Climate Wizards und Climate Witches, die damit zaubern lernen und helfen, alle wichtigen Skills dran zu bringen, um den Klimawandel zu lösen. Mit Liebe. Vielen Dank.